Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Das zweite Q&A zum Miss Prospector ist raus. Heiß und fettig, halt gerade frisch von der RSI-Seite. Und wir haben es schnell für euch ins Deutsche übersetzt und machen jetzt ein Video darüber. Und wir fangen auch direkt an. Erste Frage lautet, kann man die Prospector selbstständig meinen lassen und währenddessen das Schiff verlassen, um die Gegend zu erkunden? Oder braucht man wirklich die ganze Zeit einen aktiven Piloten da im Sitz? Ja, das geht tatsächlich, aber nur, wenn das Schiff bereits gelandet ist. Und es wird natürlich so sein, dass die Produktivität darunter leidet, weil der Laser muss, was Energieverwaltung angeht, was Stärke des Lasers, Hitzeproblematik angeht, muss der Laser justiert werden. Und dann leidet halt die Qualität oder der Laser geht kaputt. So, dementsprechend halt so. Überlegt euch mal, weißt du, du bist ja auch nicht, wenn du so einen dicken Presslufter mal hast und denkst dann so, oh, weißt du, jetzt aber gut durch, ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Genau. Weißt du, da passiert dann halt was Schlimmes. So, machen wir nicht. Nächste ist die Frage, gibt es einen Notausstieg oder halt so irgendwie einen Schleudersitz in der Prospector? Nein, den gibt es tatsächlich nicht. Alle, oder die Ausstiegsluke, sage ich besser, die ist gut zu erreichen, also kurze Wege. Kurze Wege, kleines Schiff, kurzer Weg. Okay. Hoffen wir es mal. Haben wir bei der Aurora gesehen, wie gut das funktioniert? Gut, anyways. Es gibt bei der Prospector 4 Container-Slots. Ist es möglich, unterschiedliches Erz gleichzeitig zu sammeln und auch dann noch sortieren zu lassen? Also das ist jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgearbeitet, da sitzen sie noch dran, da gibt es keine genauen Informationen zu. Im Idealfall wird es aber so sein, dass ihr verschiedene Erztypen sammeln könnt und die dann auch verwalten, sortieren könnt. Das ist doch schon mal ganz geil. Wird man die Container für zusätzliche Geschwindigkeit bei einer Flucht abwerfen können, also quasi für einen Speedboost? Nein, nicht ganz, so einfach ist es nicht. Das Gewicht der Container verändert sich mit dem Inhalt der Fracht als auch mit dem Füllstand. Ihr könnt dann Container abschmeißen, aber das wird dann die Wendigkeit bestenfalls des Schiffs verbessern, aber jetzt nicht präzise die Fluggeschwindigkeit. Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn die Container leer sind, pest ja halt nicht wie Speedy Gonzales durch die Gegend und dann mit dem Container ist sie total langsam. So läuft der Laden ja nicht, also ist ja endlich adäquat. So, nächste Frage, wie wird sich die Prospector denn fliegen? Leute, tut mir leid, nicht so gut, eher so untere Mittelklasse, weil das Schiff ist davon ausgelegt, dass man im Precision Mode wirklich durchs Asteroidenfeld schwebt und dann halt nach Erzen sucht, nach Erzadern. So, es ist halt eben kein Racer, Miner, Fighter, Trader, Schlachtschiff, Miner, Partyboot. Also ja, es ist halt langsam, Herrgott, findet euch damit ab. So, nächste Frage. Ist das Filtersystem auf der Prospector genauso ausgefeilt wie das System auf der Orion oder wird die Prospector nur einen ersten Sortiervorgang durchführen können, um halt Erz von wertlosem Stein zu trennen? Nein, das Filtersystem des Prospector ist tatsächlich nur gedacht, um Erz und Geröll zu trennen voneinander. Bei der Orion selber sieht es anders aus, da ist es eine komplexe Verarbeitungsanlage. Macht ja irgendwie auch Sinn, weil halt so ein kleines Schiff halt so und so eine riesige Mining-Plattform, da muss irgendwo auch ein Unterschied sein, weil auf dem Riesenteil ist die Energie und der Platz da für halt, sagen wir mal, hochentwickelteres Equipment. Nächste Frage. Werden Prospector-Piloten auch Gefahr laufen, Gasblasen, Asteroiden zur Explosion zu bringen beim Minen oder ist das nur so ein Ding, was die Orion fertig bringt? Also es sieht so aus, dass wenn Asteroid oder Planetoid groß genug ist, um drauf zu landen, dass man dann verschiedenen Gefahren sich aussetzt, da kann alles Mögliche passieren. Das hängt dann auch davon ab, was für Gefahren in der Umgebung sind und was für Materialien man abbaut. Ja, wahrscheinlich die Peng machen, sind halt immer ganz doll teuer. Weil da passiert immer ganz viel dabei. So, nächste Frage. Wird die Prospector in irgendeiner Art und Weise mit der Orion interagieren können, wie zum Beispiel docken, um dann Material abzuladen? Also da sieht es so aus, dass die Orion und die Prospector sind jetzt nicht dediziert dafür gedacht, um zusammenzuarbeiten. Also ganz klar nein. Die Orion wird in der Lage sein, Container aufzunehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die eigentliche Synergie entsteht erst dann, wenn man halt eine Prospector mit einer Hull kombiniert. Dann kann man sich das vorstellen, dass da so eine Kette entsteht. Die Hull nimmt die Fracht auf, die Container, fliegt los, sucht sich den nächsten Händler, den nächsten Ort zum Verkaufen und die Prospector kann dann mit ihren Reservecontainern weitermeinen. Dann kommt die Hull zurück, schmeißt wahrscheinlich leere Container wieder ab und nimmt die von der Prospector wieder auf. Genau, man hat halt quasi zwei Sätze. Einer ist halt immer in der Hull, der idealerweise auf dem Wegweg voll und auf dem Rückweg leer ist, während halt eben die Prospector im Asteroidenfeld die abgeworfenen Container wieder voll macht. So eine ganze Prospector-Flotte. Ja. Sowas zum Beispiel, also mehrere Hals und dann halt eine Halt I oder so, ja. Aber da musst du schon ganz ordentlich meinen, um die voll zu machen. So, nächste Frage. Was ist diese große Scheibe unter dem Schiff, die man in der Konzeptgrafik sieht? Die große Scheibe ist ein Teil der Schiffsscanner, die man braucht halt, um ja, Sachen aufzuspüren. Und gerade dieses Suchen von Ressourcen, das Scannen von Systemen ist ein ganz integraler Bestandteil beim Meinen an sich. Und dafür hat das Schiff halt diese große Scheibe unten drunter, weil das ist voll gut zum Scannen, offenbar. Gut, welche Offensiv- und Defensivqualitäten hat die Prospector denn?
Das wird euch jetzt nicht so gefallen. Uns hat die Antwort gefallen. Es ist leider so, dass die Prospector tatsächlich halt kaum Kampfkraft besitzt. Sie ist nicht für den Kampf gerüstet. Es empfiehlt sich hier auch, halt tatsächlich eine Eskorte zu nehmen. Das steht explizit da drin. Das ist für uns natürlich sehr gut. Es ist so, dass diese Waffen, die das Schiff besitzt, eignen sich bestenfalls dazu, um den Gegner kurz abzuschrecken, etwas Zeit zu gewinnen. Sie sind aber nicht dafür geeignet, um Kampf auszuhalten. Jetzt von den Stats her ist es so, dass das Schiff 2 Size 1 Repeater trägt und dass wir einen leichten Schildgenerator haben und einen Satz Täuschkörper dabei sind. So, also mit dem Ding auch keine Schlägerei anfangen, sollte irgendwie auch klar sein. So, nächste Frage ist, wird es eine Sammel- oder eine Reparaturversion geben? Nein, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geplant. Gut, keine Varianten, sei es drum. Nächste Frage ist, muss man landen, um mit dem Mine beginnen zu können? Nicht unbedingt. Tatsächlich kann man halt gerade, wenn es jetzt so oberflächliche Nischen gibt in Asteroiden, da kann man auch oberflächlich abmeinen, während man schwebt. Aber wenn man an die wertvolleren und tieferen Gesteinsschichten ran will, dann muss man aufsetzen und landen. So, macht ja irgendwie auch Sinn. Nächste Frage. Ist das Bett eine Fluchtkapsel? Nein, ist es auch nicht. Es ist ein Bett wie in der Starfarer. Ein Bett ist ein Bett. Bett ist ein Bett, ist ein Bett, ist ein Bett. Und vielleicht haben sie auch so schöne Bettwäsche, wie in Old Spice Starfarer, was wir da gesehen haben. Und ein Teddy. Ja, genau. So, letzte Frage. Wird es Schutzgitter oder Abdeckungen geben, die ich montieren kann, um das Cockpit besser vor Beschädigungen zu schützen? Jetzt kommt meine Lieblingsantwort. Ja, ursprünglich war es geplant, ein Gitter einzusetzen. Das wurde aber dann zugunsten der Übersichtlichkeit vom Piloten als auch dem Design, dem typischen MISC-Design, aufgegeben. Großartig, weißt du, das ist halt so, als würde man den Anschnallgurt weglassen, weil er scheiße aussieht. Sieht halt scheiße aus im Cabriolet, also lassen wir es weg. Und den Airbag haben wir auch rausgelassen, weil den braucht man nicht mehr, weil man keinen Anschnallgurt hat. Der ist total bescheuert. Ich finde das total geil, weißt du, da sieht man diesen riesengroßen, scharfkantigen Asteroiden direkt auf sich zurasen. Man denkt sich halt so irgendwie, ey, aber wenigstens sehe ich gut aus. Voll geil. Ich weiß nicht, ob sich das halt eben so durchsetzen wird. Wir werden sehen. Liebe Freunde, das war das zweite Q&A zur MISC Prospector von uns hier auf dem Crash Academy Channel. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, oder abonniert noch viel besser unseren Channel, wenn es euch, gefallen hat und ihr noch mehr von uns sehen wollt. Oder wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei und vor allen Dingen schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ja, ihr könnt auch einfach nur ein bisschen mit uns schwatzen und über das Citizen philosophieren. Das machen wir nämlich wirklich gerne mit euch. Und dementsprechend sagen Weasel und Dozer euch jetzt wieder See you on the flight deck!